Was ist eine Kabinenpredigt? Was ist eine Kabinenpredigt? Wo der Priester... Nee, Quatsch. Ja, ich nehme an, es ist der Kommentator. Das weiß ich auch nicht. Was ist eine Kabinenpredigt? Scheiße, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was eine Gardinenpredigt ist. Anschiss. Wenn der Trainer nicht zufrieden ist mit der Mannschaft. Ja, die Ansprache von dem Trainer vorm Spiel. Ich finde schön, dass eine Predigt überhaupt erwähnt wird im Fußball. Meistens sind die Spieler nicht ganz so fröhlich, wenn sie eine Kabinenpredigt bekommen, denn meistens wurden die Fehler ganz deutlich aufgedeckt, die in der ersten Halbzeit geschehen sind. Ich glaube, dass die Kabinenpredigt lauter ist als die meisten Predigten hier in der Kirche, dass sie mehr wachrüttelt und manche vielleicht ein bisschen betröppelt rausgehen. Aber meistens ist nach der Kabinenpredigt hat sich so viel verändert, dass da richtig neue Menschen, neue Spieler rauskommen. Ja, und das ist eigentlich das, was eine Predigt auch will. Mut machen, dass man als veränderter Mensch rausgeht, als ein Mensch, der weiß, ja, dieser Gott begleitet mich. Dieser Gott hat sich ganz eingesetzt für mich und deswegen will ich jetzt auch ganzen Einsatz für ihn bringen. Das ist in jeder Predigt drin. Und eine Predigt soll immer Mut machen zum Weiterleben, soll aufdecken, was nicht so gut ist und dann diese Schritte zeigen, die Dimension, um die es wirklich geht. Beim Fußball ist es ein Sieg in einem Spiel oder in einem Turnier. Im Glauben, da geht es um einen viel größeren Sieg, ums ewige Leben und da muss man manchmal deutlich predigen, hoffentlich immer so, dass es verändert und dass es richtig Freude macht, dann danach weiter zu spielen und auch zuzugucken.